Ich habe noch eine Übung für dich an dieser Stelle, und zwar eine kleine Engelübung. Auch sie hat mit Loslassen zu tun, aber auch mit Fernhalten. Und du kannst ja auch danach machen, musst jetzt nicht mitmachen. Und zwar, man legt sich meistens bequem hin, entspannt sich und man stellt sich vor, man liegt einfach mal in der Hand von einem Engel drin. Also das heißt, der Engel steht da, streckt seine Hand aus und du bist in seiner Hand. Du sollst dich in dem Moment richtig entspannen, also nichts mehr denken. Und du kannst auch immer noch Fragen stellen an den Engel, was rät er dir, um in eine gewisse Situation zu machen. Und er wird dich bestimmt mit seiner Weisheit unterstützen. Meistens kommen diese ganzen Informationen als Bild. Das ist meistens so. Du kannst aber auch was hören. Das ist bei jedem auch wieder mal anders. Oder Farben sehen. Ich mache diese Kurzmeditation eigentlich sehr, sehr oft, also jetzt nicht jeden Tag, aber um meine Tagesabläufe so wirklich zu organisieren und im Fokus zu bleiben, mache ich es schon öfter. Man kann auch bei Fernheilung arbeiten mit Mandalas. Mandalas kennst du ja bestimmt, wir werden auch ein paar einblenden danach. Was ist überhaupt ein Mandala? Das ist ein Bild. Aber wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich Mittelpunkt mit Umkreis. Das sind geometrische Formen, also Gebilde aus geometrischen Formen, die auf unsere Seele sehr stark natürlich auch einwirken. Mandalas sind in allen Kulturen eigentlich bekannt, sogar in Sibirien gibt es sie, auch im Hinduismus, Buddhismus, und sie sind sehr gut zu verwenden, zum Beispiel für deine Meditationen, für deine goldene Mitte wieder mal zu finden. Es ist im Endeffekt für mich ein Abbild von Universum. Also, und das macht schon sehr viel mit unserer psychisch-geistigen Welt aus. Also es heilt einfach diese Welten, aber auch für den Körper ist es nicht verkehrt. Es gibt verschiedene Mandalas, also ich male selber auch Mandalas, also die ein paar, die wir zeigen, also das sind die Mandalas von mir. Also die kannst du auch nutzen, immer wieder, so wenn die nicht gut geht, wenn du sagst, okay, ich brauche echt noch mehr Frieden in mir. Ich weiß gar nicht jetzt wohin. Ich möchte wieder mal Fokus im Leben haben. Ich brauche neue Ziele. Das ist immer wichtig. Da kannst du mit Mandalas dich befreunden.